Stell gerade noch mal kurz der Axel vor, der heute, nein, nicht aus Bad Mergentheim, wo er in der Buchhandlung Moritz und Lux als Buchhändler arbeitet, unter anderem, denn der Axel ist ein Multitalent, sondern eigentlich kommt er direkt auch aus Langenburg und wir kommen deswegen jetzt direkt aus Langenburg, unter anderem nach Göppingen zur Staufenbuchhandlung und die Frau Rudolf, die sitzt hinter der Kamera und regelt es jetzt. Und wir haben ein paar sehr schöne Buchtipps dabei. Axel, ich gebe gleich an dich. Okay, als erstes habe ich hier ein ganz kleines, feines Buch, Land in Sicht von Ilona Hartmann. Die ist eigentlich hauptsächlich bekannt als Instagramerin, YouTuberin und Twittererin, aber hat auch verschiedene schreiberische Tätigkeiten gemacht, zum Beispiel als Texterin für die Heute-Show zum Beispiel. Und deswegen ist es auch ein Buch, das mit sehr viel Humor gespickt ist. Geht um eine junge Frau, die ihren Vater nicht kennt und jetzt das Gefühl hat, dass sie den doch mal finden und kennenlernen müsste. Und dann findet sie raus, dass der wohl Kapitän auf einem Donaufluss-Kreuzfahrtschiff ist. Und deswegen schifft sie sich da unter einem Vorwand als Gast ein, um so hintenrum ein bisschen an ihn ranzukommen und erlebt halt ganz viele witzige Situationen als 24-Jährige auf einem Donauschiff mit lauter Rentnern und das ist eine sehr humorvolle Suche nach dem Vater, bisschen auch eine Suche nach ihr selbst. Man muss schon so, kann so ein bisschen vorwegnehmen, dass sie sich selbst nicht findet, aber ihren Vater zumindest. Und eine ganz nette, lustige Geschichte, die sich toll lesen lässt und die auch eine schöne Sprache auf jeden Fall hat. Ilona Hartmann, Land in Sicht im Blumenbar Verlag. Schön. Ich glaube, mit 24 hat man sich auch noch nicht unbedingt gefunden. Ja, ich kenne wenige, nicht. Die das in dem Alter schon. Wahrscheinlich nicht. Dann nehme ich doch mal Victoria Ma, Die Tanzenden. Der Name Ma, da war mir gleich ein Begriff, weil Victoria Ma ist die Tochter von, jetzt fällt mir der Vorname nicht ein, einer ganz bekannten französischen Sängerin. Und die hat hier ihren ersten Roman geschrieben. Mir fällt gerade ein Titel von ihr ein, der heißt Lisa, den habe ich immer sehr gern gehört von ihrer Mutter. Und vielleicht hat auch das damit zu tun, dass es relativ schnell bergauf ging mit diesem Roman, Die Tanzenden von Victoria Ma in Frankreich. Spielt im Paris des 19. Jahrhunderts. Dort gibt es die sogenannte Salpêtrière. Das ist eine psychiatrische Heilanstalt. Und dort werden sowohl renitente Frauen, hauptsächlich für Frauen, das ist fast wie eine Stadt in der Stadt, psychisch kranke, sogenannte Hysterikerinnen, untergebracht. Und Leiter dieser Salpêtrière ist Dr. Jean-Martin Chacot, der ist auch Begründer der modernen Neurologie, hat viel mit Hypnose gearbeitet und seit ihm hat sich auch Freud für die Hypnose interessiert. Bettlerinnen, Prostituierte, Missbrauchsopfer, sie alle landen in der Salpêtrière und haben vorher oft auch ein ganz bürgerliches Leben gefühlt. Und so geschieht es auch Eugenie, denn sie will nicht heiraten. Sie möchte ihr eigenes Leben führen und wird daraufhin von ihrem Vater in die Salpêtrière, wie viele andere, gebracht und als psychisch krank abgestempelt. Die ganze Salpêtrière und ganz Paris wartet darauf, dass einmal im Jahr zum Mitfasten der Ball de Folle ist, also der Ball der Verrückten, wo die Insassinnen dieser Heilanstalt verpackt werden in Ballkleider und dann die Pariser Society auf diese Leute losgelassen wird, die einen Haufen Geld dafür bezahlen, um mal die Verrückten live zu erleben. Sie werden da eigentlich auch behandelt wie Labormäuse. Es werden die neuesten neurologischen, psychiatrischen Sachen ausprobiert. Es gibt öffentliche Hypnose-Demonstrationen, wo man dann Tickets erwerben kann und dann man zugucken kann, wie diese Frauen eigentlich für die Medizin missbraucht werden. Und wir haben natürlich besonders das Schicksal von Eugenie, die versucht, auch da irgendwie wieder rauszukommen. Sehr, sehr spannend, eigentlich auch bedrückend, was hier so da lief bis noch lange, ist ja noch nicht so lange vorbei, ja, was hier alles passiert war und wie auch die Menschen mit psychisch Kranken, aber überhaupt, sage ich jetzt mal, mit Frauen umgegangen sind.
ein spannendes Buch. Und wenn mir jetzt noch der Name einfällt von ihrer Mutter, leider fällt mir nicht ein, dann egal, sie können trotzdem eine wunderbare Sängerin, ganz bekannte französische Sängerin, Jeanne Mas, die Mutter von Victoria ist. Ein spannendes Buch über eine Zeit, die zum Glück hinter uns liegt. Dann mache ich gleich weiter mit dem nächsten Buch. Auch wieder eine Autorin und auch wieder eine weibliche Hauptperson. Jane Gardam, eine britische Autorin, die hier in Deutschland relativ spät bekannt wurde durch ihre Old Filth-Trilogie hauptsächlich. Und jetzt werden sie nach und nach auch frühere Werke von ihr übersetzt. Dieses hier, Robinsons Tochter, ist eigentlich im Original schon 1985 erschienen. Und ich als großer England-Fan, Großbritannien-Fan und sehr großer Jane Gardam-Fan konnte natürlich auch an dem nicht dran vorbeigehen. Ist eine Geschichte von einem weißen Mädchen, Polly Flint, das bei zwei sehr gläubigen alten Tanten aufwächst, in einem sehr isolierten Umfeld, etwas abseits steht dieses Haus, in dem die leben, und so nach und nach kriegt sie aber doch von dort aus auch ihren Weg in die weite Welt und fängt an, sich zu entwickeln. Es ist keine richtige Coming-of-Age-Geschichte, es ist aber trotz allem ein bisschen eine Emanzipationsgeschichte. Sie ist, also die Polly Flint ist großer Robinson Crusoe-Fan, also ihr ganzes Leben flüchtet sie sich immer wieder in Bücher, in Literatur und kommt immer wieder auf Robinson Crusoe zurück, vergleicht nicht nur sich, sondern die ganze Situation der Frauen auch so ein bisschen mit Robinson Crusoe, die in einer gewissen Insel eingesperrt sind und sie möchte aber nicht nur auf der Insel eingesperrt sein, sondern daraus einfach das machen, was geht, und sie bekommt Einblicke in alle möglichen Gesellschaftsschichten der Zeit, wird dann hochbetagt über 90 Jahre und am Ende blickt sie halt so ein bisschen auf ihr Leben da zurück. Es ist wieder mit einem ganz feinen Gardam-Humor, mit tollen Charakteren, die sehr schräg teilweise sind, und man erfährt auch viel über Robinson Crusoe, das man vielleicht nur mal als Kinderbuchversion gelesen hat, und auch wieder eine ganz spannende, interessante und auch witzige Geschichte. Hört sich sehr gut an. Durch dich bin ich überhaupt auf Jane Gardam erst gekommen. Und jedes Mal, wenn ich den Axel frage, hast du einen guten Buchtipp für mich? Ja, da gibt es ein Buch von Jane Gardam. Und jedes Mal ist es super. Ja, doch. Also ich bin jedes Mal sehr begeistert. Die Bücher von Kent Haraff, die könnte ich auch alle lesen. Genau. Habe ich auch alle gelesen. Ja, dann habe ich noch das neueste Buch von Karin Kalisa, Bergsalz. Und Karin Kalisa war dieses Jahr bei uns in Langenburg zur Langenburger Sommerlese. Schön unten in Bechlingen an der Jax zu einer Lesung und auch bei mir im Radio mit dabei, beim Störfunk zu einem Interview. Und hat da ihren Roman Radioactivity vorgestellt. Und jetzt kommt was ganz anderes. Sie hat uns im Sommer schon davon erzählt, denn sie ist auch ein großer Bergfan. Sie lebt in Berlin, ist promovierte Philosophin und Politologin, hat unglaublich was drauf. Wir haben uns sehr, sehr gut unterhalten. Ganz spannende Frau und vor allem, sie hat eine tolle Sprache. Also das ist einfach auch ein Buch für Sprachfans, weil sie sich einfach toll ausdrücken kann. Ein Hoffnungsbuch, also es spielt hier am Rande, also im Allgäu, im schwäbischen Allgäu. Stellen wir das so ein bisschen vor, Oberschwaben, wo es noch Einödhöfe gibt und wo es auch in diesem Ort, der hier vorkommt, spielt auf zwei Handlungsebenen, aber die in der heutigen Zeit, wie eine ältere Dame, deren Mann schon gestorben ist, am Tisch sitzt und irgendwie, sie macht ihr Essen und es ist eigentlich immer das Gleiche. Und sie weiß genau, da sitzt die Lisa und da sitzt die und da sitzt die und alle hocken sie allein. Und eigentlich kürzt sich das nicht, dass man bei jemand anderem vorbeiguckt und man lädt auch niemanden ein und man lebt so sein Leben vor sich hin. Bis eine das Ding durchbricht und als die Nachbarin kommt und eine Tasse Mehl verlangt oder fragt, merkt die gleich, Moment, die hat doch Mehl gerade genug im Keller, nach Roggenmehl und allem unterteilt. Vielleicht braucht die jetzt einfach ein bisschen Ansprache und ihr einfach von ihrem Essen mit anbietet, dann entspinnt sich aus diesen, könnte man jetzt böse sagen, ein bisschen eingetrockneten Frauen, ein bisschen herben Frauen auch,
eine Freundschaft, die sich ausweitet und es kommen mehr Frauen ins Spiel und plötzlich wird dienstags da gekocht und mittwochs da und die sind alle ein bisschen schwierig, ja, also man kennt es ja auch so, aber sie schaffen das so, dieses Schwierigsein ein bisschen zu überwinden. Und dann kommt eben noch das, dass sie das Rössle im Ort möchten, um dort zu kochen für die Geflüchteten, die dort untergebracht sind. Also es ist auch eine spannende Geschichte dabei. Und die andere, die dahinter steckt, ist eine Geschichte, die kurz nach den Bauernkriegen, 1525 waren die, also ab 1540 spielt. Und diese beiden Geschichten, die fließen wunderbar ineinander. Ich fand es ganz, ganz großes Kino, Wortkino, Sprachkino. Karin Kalisa, Bergsalz, jedem, der sich ja auch eine Geschichte, auch eine Coming-of-Age-Geschichte eigentlich, eine Coming-of-Age-Geschichte von Älteren, weil die Entwicklung, die ist nicht unbedingt mit 70 vorbei. Karin Kalisa war ja letztes Jahr auf der Auswahlliste für das Lieblingsbuch des unabhängigen Buchhandels. Genau. Das ist so ein Preis, der jedes Jahr vergeben wird seit ein paar Jahren und in der Woche der unabhängigen Buchhandlungen. Und dieses Jahr hat diesen Preis Benjamin Mayers mit Offene See bekommen. Ein Buch, das, glaube ich, schon mal ein bisschen von der Karin vorgestellt wurde im Frühjahr und auf das wir jetzt mal ganz kurz zurückkommen möchten. Ein tolles Buch mit auch wieder sehr tollen Charakteren. Ein junger Mann, der mit 16 von zu Hause weggeht, eigentlich was macht, was heute so alltäglich ist, dass man nach der Schulausbildung nochmal so ein Jahr irgendwo in Australien oder was weiß ich was verbringt. Damals natürlich noch nicht gang und gäbe und auch nicht so ganz passend eigentlich für seine Gesellschaftsschicht, aber er möchte das Meer in der Form sehen, nicht so wie es bei ihm vor der Haustür quasi liegt, total mit Industrie voll und so, dass wenn man da Hummer rausfischt, dass man sie am liebsten gleich wieder zurückschmeißen möchte, weil die ganzen Panzer voll mit Schlick und Öl sind. Und deswegen macht er sich auf nach Yorkshire und trifft dort auf eine sehr besondere Frau, Darcy, und zwischen den beiden entwickelt sich eine Freundschaft. Also Darcy ist bedeutend älter als er, also es ist keine Liebesgeschichte, es ist eine Freundschaftsgeschichte, und Darcy weckt da ganz viel in ihm auf, und man kann sich eigentlich nur wünschen, dass jedem mal eine Darcy begegnet, würde ich sagen. So. Ja, es ging mir ganz genauso. Auch so diese am Anfang, dieses bisschen Verzweifelte, dass er aus einer Bergbaufamilie kommt, wo eigentlich klar ist, dass jeder nach der Schule in den Schacht einfährt, ja, und er sich sozusagen schon diese Spanne gönnt oder zutraut, er möchte noch was anderes erleben, bevor er das dann macht. Das ist sein festes Ziel, ist doch eigentlich die Tradition fortzuführen, und dann kommt eben Darcy, und ich habe das auch gedacht, so eine Mentorin oder so ein Mentor, der das in einem weckt, was verborgen ist, das würde ich auch jedem wünschen, und es ist sehr, sehr spannend, wie das weitergeht. Also es ist wirklich nicht nur, glaube ich, das Lieblingsbuch der unabhängigen Buchhändler dieses Jahr, also mein Lieblingsbuch ist es, glaube ich, tatsächlich. Es war auf unserer Liste vom Frühjahr drauf, und jetzt, wer es noch nicht hat, wer es noch nicht gelesen hat. Genau, muss es jetzt auf jeden Fall noch auf lesen. Jeden Fall. Und es geht auch ganz, ganz schnell und einfach und gut zu lesen. Und dann möchten wir es eigentlich am liebsten nochmal lesen. Genau. Danke, Axel. Gerne.